Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Guten Abend miteinander. Heute machen wir einen edlen Klassiker auf einer Alltagsvariante. Würstli Wellington mit Bohnensalat. Und das sind Zutaten, die ich brauche. Ich für einen Klassiker brauche ich auch hier ein Bildfüllli. Wir machen schon das viele Wellington, nicht das Würstli Wellington. Das Würstli Wellington. Ich brauche eine Pilzfüllung, da habe ich Champignon genommen, Eierschwimm, Austernpilz mit Schalotte und mit Peterli angedämpft. Dann gut gewürzt mit Salz und Pfeffer und dann lasse ich es auskühlen. Das ist wichtig, bevor ich es auf den Teig gebe. Es würdest du in Wellington. Du warst schon in Wellington, oder? Hm? Du weißt gar nicht, wer in Wellington war? Nein, weißt du? Ja, sicher, das ist, du kannst nicht aus dem Wellington einfach ein Würstli machen. Das ist ein riesengroßer. Du weißt ja, wer das war. Ja, aber. Ich habe jetzt hier gerade den Teig in 4 Stück geschnitten. Dann ein bisschen Senf drauf. Das macht so schön würzig und scharf. Und dann kann ich von dieser Pilzfüllung draufgeben. Der Wellington, Susan, das war der Feldmarschall von England. Der ist mal Premierminister geworden, weißt du, von früher. Aha. Ja. Oh, der hat ja eine Schlacht gewonnen. Ja. Ja, das kann sein. Willi, der hat gewonnen. Der hat gewonnen. Waterloo hat er gewonnen. Gegen den Napoleon. Das muss man doch wissen, Susanne. Das muss man doch wissen. Das ist doch Allgemeinbildung. Ja, unglaublich. So, jetzt werde ich es auch füllen. Und jetzt streiche ich die Ränder schön mit Eiweiß bestreichen, damit die während dem Backen nicht aufgehen. Ich kann es aufeinander legen. So, schön schließen. Und das Ende tue ich einfach verdrehen. Und dann gibt es so ein schönes Bonbon daraus. Und das tue ich aufs Blech legen. Anstreichen noch ein bisschen mit Eigelb, das gibt einen schönen Glanz nach dem Backen. Einstechen, dass der Dampf raus kann. Und dann 20 Minuten tue ich dann das backen. Waterloo, das weiss doch jeder, haben die Franzosen fürchterlich auf den Kopf bekommen. Und wir hoffen, dass es für die französische Fußball-Nazi ebenfalls ein kleines Waterloo gibt. Und zwar gegen die Schweiz am 8. Oktober. Und einer, der hofft, dass er dabei ist, ist der Ricci Cabanas. Also nein, es wird natürlich ein schwieriger Match sein. Wir kennen die Stärken der Franzosen. Aber auch wir haben in den letzten 2-3 Jahren wirklich ein sehr grosses Vertrauen aufgebaut. Und wir wissen, dass wir in der Lage sind, auch so eine Mannschaft zu schlagen. Wer Sport treibt, muss seine Muskulatur pflegen. Wichtig ist, dass die Muskeln warm sind und darum sollte man sich vor dem Spiel und Training sehr gut einlaufen. Ein weiterer Punkt ist die richtige Pflege mit den entsprechenden Produkten vor und nach dem Training oder vor einem Wettkampf. Mit Massagen und der wärmenden Creme von Carmol kann man mögliche Verletzungen vorbeugen. Nach der Belastung zum Entspannen ist das kühlende Gel, das Relax Fluid oder das Relax Bad von Carmol ideal. Die Reibemittel und Badezusätze von Carmol pro Aktiv aus dem Coop Gesundheitsregal sorgen für das tägliche Wohlbefinden vor dem Sport und nach dem Sport. So, wir gehen in den Endspurt vom Bohnensalat. Die Bohnen habe ich vorher 10 Minuten drin gekocht, dann kalt abgeschreckt. Und jetzt habe ich feine Soße gemacht. Von den Zutaten her ist speziell das Genovese. Das ist so eine Würzpaste, die richtig ein kräftiges Aroma gibt. Und dadurch ist die Soße noch mit dem Senf zusammen ganz schön dicklich und klebt natürlich super an diesen Bohnen. Und das ist genial, weil dann schmeckt es noch viel, viel mehr. Und dann zum Schluss tue ich hier noch ein bisschen Tomaten drin. Sehr schön. Das ist eine lustige Sache. Ja. Weißt du eigentlich, wo Waterloo liegt? Ja, du musst sagen, du wüsstest nicht, wo Waterloo liegt. Du weißt nicht, es kommt ja immer besser. Du dann weißt nicht, wo Waterloo liegt. In dem Fall weißt es ja du. Ja, sicher, Waterloo. Ah, okay. Das liegt in Schweden. In Schweden, weil die schwedische Popgruppe ABBA hat schon gesungen, Waterloo, nicht drum liegt in Schweden. Logisch. Aha, in Schweden. Ja, genau. Mhm. Kann ich sonst noch etwas helfen? Ja, gerne. Du kannst gut die Backen den Würstli Wellington aus dem Backen holen. Okay. Dankeschön. Ja, super. Und die anderen, die noch nicht backen sind, kannst du mir noch einschieben. Kann ich noch halb denken. Es gibt nämlich im Gesamten 8 Stück. Und hier müssen wir mal eins servieren. Das Rezept ist wie immer notzulesen in der GUB-Zeitung oder im Internet.
Und übrigens, Waterloo liegt in Belgien. Wir schauen miteinander. Das ist aber eine belgische Popgruppe. Oder miteinander, nicht?